Hallo meine Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Ja, erstmal ein dickes Entschuldigung. So, ich weiß, es sind jetzt 4 Wochen, glaube ich, keine Parts mehr von GTA 4 gekommen. Ich entschuldige mich dafür wirklich. Ich habe zurzeit echt viel um die Ohren und so und da ist es manchmal echt schwer, auch noch die Zeit zu finden, Let's Play zu machen oder sonst irgendwas. Ich versuche das jetzt irgendwie ein bisschen anders. Also es wird jetzt wahrscheinlich wieder so laufen, dass ich, weil es kostet einfach zu viel Zeit, manchmal diese 15-Minuten-Parts-Dinger zu machen. Dann mache ich es einfach so, dann nehme ich jetzt einfach 1 Stunde auf. Und schneid mir das dann einfach so zurecht, wo ich dann halt die Cuts am besten setzen kann, so. Und ich hoffe, dann stört euch das halt einfach nicht so, weil dann kriege ich es auf jeden Fall wieder auf die Reihe, da auf jeden Fall ein bisschen mehr Parts rauszuhauen. Weil ich dann einfach, wenn ich durchgängig aufnehme, einfach besser im Spiel bleibe. Das ist manchmal so. So, genau. Also, erstmal genug entschuldigt, reicht erstmal. Ja, wir hatten ja jetzt zu der Ollen da diese, also zu der Ollen, falsch, zu dem Typi da hier, die, also zu Paki, das Foto geschickt. Und warten jetzt eigentlich schon noch auf den Anruf wahrscheinlich, dass wir das Geld richtig abholen können. So wie ich mich jetzt irgendwie mal vorstellen kann. Wenn nicht, ich werde jetzt mal kurz hier ins Taxi steigen und werde mal zu diesem, Auftragskiller fahren. Damit ich hier jetzt keinen Leerlauf habe. Genau, hier Auftraggeber. Das wäre auch ein bisschen doof. Ups, da ist mal die Scheibe eingeschlagen. Tut mir leid, war ich nicht. War einer, hat er einen Stein geworfen. Ja, müssen wir mal gucken. Also ein bisschen damit versuchen, jetzt die Zeit zu überbrücken, dass hier endlich mal ein Anruf kommt. Aber meinem Glück wird wahrscheinlich gleich ein Anruf kommen, wenn ich hier ins Telefon gehe. Ne, gut, okay. Okay, gut. Sind wir mal ruhig. Gucken wir, was wir machen sollen. I'd like some work, my friend. You got anything? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. You need to eliminate 3 targets at the refinery in the Actor Industrial Park. 3 Zielpersonen, okay. Hüpfen wir hier rüber kurz, Atze Puffi. Ich will nämlich noch die Weste natürlich mitnehmen. Mir schenkt ein Gaul, schaut man nämlich nicht ins Maul, wa? Meine Freunde? Ja, sehe ich doch genauso. So, na, dann werden wir uns mal jetzt hier ein Auto schnappen oder gucken wir mal kurz, wie weit es ist. Wie weit ist es denn? Ach, das geht ja. Na, dann können wir uns hier wirklich mal schnell mal ein Auto schnappi. Schnapping machen hier und dann, wenn wir hier, bleibt mal stehen, ich brauche dein Auto, auch wenn es hässlich ist. Ist ja egal. Ich dachte ja, es hat einen Handzug an. Naja, genau. Ich dreh dir mal an den Arsch. Weil du wegkommst! Hat er ein Telefon in der Hand? Okay, lol. Hat er gleich die Polizei gerufen. Muschi. So, okay, dann werden wir uns mal die 3 Typis da schnappen und hoffen, dass es danach auch dann weitergeht, dass wir auch dann in der Story weiterkommen. Also ich glaube ja dann zu wissen, dass also wenn ich jetzt hier 1 Stunde aufnehme, also ich versuche es dann wirklich das bis zum Ende aufzunehmen, also komplett Finale und so. Ich hoffe nur, dass es nicht mehr zu lange dauert, also egal, ich sage, ich habe nämlich keinen Plan. Ich wollte mich zwar spoilern lassen, aber ich habe es trotzdem nicht gemacht, ja? Ich habe es nicht gemacht. Ich wollte wirklich eigentlich das mir nicht nehmen lassen. Mich da auch ein bisschen überraschen zu lassen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir jetzt langsam mal da? Nee, wir sind noch nicht da, aber gleich sind wir da. Ach Mensch, ja, ist immer wieder das Gleiche. Wenn ich Auto fahren soll, dann kann ich, weiß ich, ich habe so einen Respekt an Leute, so die irgendwelche Autorennspiele oder sonst was spielen. Ich finde, die sind so unlet's playbar, weil man sich einfach so dermaßen krass konzentrieren muss. Also da muss ich wirklich einen dicken Respekt auch immer an den Reifinger raussprechen. So dieses Gasgaser, so, der schafft es dann trotzdem, mich dann absolut gut zu unterhalten. Also wenn ich mir manche Let's Plays angucke, so wo Need for Speed oder sonst irgendwelche Spiele gespielt werden, werde ich irgendwie nicht unterhalten, weil die Leute sich zu derbe konzentrieren, wenn sie ihre Runden aber so schaffen, wenn sie versuchen zu gewinnen, weil die Rennen ja dann manchmal auch nicht einfach sind. So, schalte die Zielperson... Oh, das sind mehr als 3. Okay. Schalte die Zielperson und ihre Leibwächter aus. Na super geil, Alter. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ist das euer Ernst? Und wie viele es sind? Ich sehe nicht mal ein. Da steht einer, glaube ich, oder? Ist das ein Wachmann? Nee. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, wo ich jetzt hier hin soll, so richtig. Wie ist denn noch, wenn ich jetzt hier bloß auf den Platz komme, wird gleich auf mich geschossen. Ich überlege gerade, was ich mache. Ich steige erstmal aus hier. Erstmal raus ist der Karamin-Sniper-Gewehr dabei. Ja, 40 Schuss müsste eigentlich okay sein. So, ich hoffe, haben die Waffen dabei oder so? Ne, die haben keine Waffen, gut. Ich sehe gleich hier neben mir auf mich schießen. Oh, das ist super, man kann gar nichts sehen. Müssen wir mal einen Zaun springen. Hüpf mal rüber, du Mann, hallo, spring doch mal. Leute, du sollst nicht nur hüpfen, du sollst da hochklettern. Alter, was für eine Lusche, Alter.
Größter Gangster der Stadt nennt er sich hier, wisst ihr? Nicht mal über den Zaun klettern. Machst du, wenn die Polizei kommt, Blödmann? So, warte mal, wir gehen mal hier hoch. Ach, guck mal, die sind auch alle oben, sehe ich gerade. Stimmt, die ganzen Pfeile zeigen ja nach oben, sehe ich gerade. Momente, müssen wir hier mal hoch kurz. Oh, ich glaube, das ist einer, der eine Waffe hat, oder? Huch. Der eine Waffe? Nee, der hat auch nur irgendeinen Zettel in der Hand und macht einen Hitlergruß. Habt ihr das gerade gesehen? Mach mal nochmal, hä? Können wir die Polizei rufen, mein Freund? Ist für mich verboten. Was? Halt, stupid. Ey, sag mal, die haben alle so eine Dinger. Ich glaube, die holen dann alle ihre Waffen raus. Ich bin langsam... Stehen überall so eine Typis rum. Ist ja komisch. Ist das noch ein Stück oder was? Nee, das ist hier. Die sind auf jeden Fall alle... Ach, guck mal, da oben. Ich hab sie gesehen. Ja, meine Freunde, wir haben sie. Aber wir kommen wieder hoch. Wie kommen wir da hoch? Beam me up, Scotty. Scheiße. Ist echt doof hier, muss ich ehrlich sagen. Du kommst gar nicht richtig an die ran. Ich will mich jetzt direkt vor die Latiste stellen. Auf jeden Fall stehen sie da oben. Da ist schon mal ein Pfeil. Sieht er den? Sieht er den da? Da. Nee, ist kein Pfeil, lol. Ah, hier oben stehen sie. Da ist, glaube ich, einer von denen. Und dann sind sie da oben oder da. Wo war das? Mann, scheiße, das weiß ich nicht mehr genau. Zweite oder dritte Etage, ich weiß es nicht. Ja, dann müssen wir mal... Ich hüpfe jetzt hier einfach mal kurz runter. Keinen Schaden bekommen, super. Atze Puffy lässt mich hier auch in Ruhe. Ich glaube, die Waffe ist irgendwie doch nicht mehr die richtige. So, wenn ich jetzt schon so nah dran bin, dann kann ich mir eigentlich gleich in das M16 zur Brust nehmen. Wo sind sie denn? Die müssten eigentlich jetzt hier gleich kommen, dann. Entweder diese Etage oder... Aua! Oh, Lord, ich dachte, schießt einer, das muss... Da oben! Boah, doch, das kann ich super mit dem Sniper gewinnen. Ich überlege, ob ich da voll mit dem Raketenwerfer mal kurz reinhalte. Das wäre doch mal eine Idee, weil Jungs, ja, das wollt ihr doch sowieso sehen. So, ein bisschen ranzoomen, so, suchen wir uns die Mitte und hoffen, dass wir treffen und da hoffentlich alles ausschalten, was da steht. Na super, hat nicht funktioniert. Nein! Okay, guck mal, die stehen da und die wissen ja nicht, wo es herkommt. Headshot! Ups. Scheiße. Ich bin so ein schlechter Schütze. Vor allen Dingen Sniper. Meine Maus ist auch schon wieder hier super hochgestellt. Das haben sie mich gesehen. Also der hat mich gesehen, so da oben, da. Peng. Peng. So, warte mal, wo ist hier noch einer? Boah, das ist noch alles voll. Da oben rennt einer rum. Na super, den habe ich nicht erwischt. Da steht noch einer. Hä, lol. Oh, krass, hat... Ja, nee, habe ich erwischt, okay. Wer hat das gerade auf mich geschossen? Aua. Everybody shoot, ja genau. Ach, von da unten, okay, da unten steht auch einer. Tschüss. So, die Polizei hat noch nicht mitgekriegt, finde ich ganz gut. Achso, der... Zwei sind unten, ja, da kommt gerade einer. Ja, der liegt da auf dem Boden, oder was macht der da? Hä? Lol? Ah, jetzt, okay. Wo ist der Netze? Ah, da unten schon wieder der... Also nicht der schon wieder, weil es hat sich dann anderer positioniert. Ist natürlich sehr, sehr schlau, sich genau an die Stelle hinzustellen, wo sein Kumpel gerade gestorben ist. Mit einem Sniper-Schützer am Status. Hallo? Ach, apropos Sniper-Schützer. Ich muss euch mal echt einen super geilen Film ans Herz legen. Und zwar heißt der Shooter. Ich finde ihn echt cool. Also, ich hatte den vielleicht einer von euch schon mal gesehen. Aber wenn ihn noch keiner gesehen hat, guckt euch ihn an. Ist echt geil. Macht echt Spaß, so zu gucken. Ich werde jetzt auch nichts spoilern, nur so einfach mal nach Shooter gucken. Ist ein schöner, geiler Sniper-Film. So, haben wir's oder was? Ja, geile Sache. Ja, speichern. Ich rufe mal unseren Auftrag. Oh, 7500, nice. I baked the bread for you, my friend. This is a regular account. I'll inform the accountant of your success. Yeah, na, wir sind einfach mal King. So, ja, dann, aber wie kommen wir denn bitte jetzt wieder raus, weil ich schon voll die Aktion hier reinzukommen. Der kann ja nicht über Zäune klettern. Das haben wir ja schon mittlerweile mitgekriegt. Obwohl er es eigentlich kann. Wenn man das jetzt hier nicht macht, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich hat er Angst vor dem Stacheldraht. Nein, ich könnte mir ja die... Ja, kommst du nicht rüber. Lol. Ist man irgendwo nicht rauskommt hier, was ist denn bitte? Was für ein Scheiß. So, aber wir haben immer noch keinen Anruf von Paki oder sonst irgendjemanden bekommen. Karte.
So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben hier das Internetcafé. Schalte die Zielperson aus. Ne, okay, das sind ja noch die ganzen alten. Ey, muss doch aber langsam mal ein Anruf kommen. Oh, Mitteilung, okay. Mitteilung, 11 Stück, okay. Wir waren es nochmal. Lesen, genau. Nico, Gary hat versucht, dich zu erreichen. Es geht um dein Mädchen. Geh zu ihm in den Bau. Okay. Nee, halt, ne, warte mal. Oh Mann, Leute. Ist ja hier Backspace-Taste. Hab ich. Ah, GM, da ist sie auf der Karte. Geile Sache, cool. Okay, also fahren wir jetzt nochmal zum Knast. Wie gesagt, wir sind ja nur zu Besuch noch. Könnte natürlich sich schlagartig ändern bei den Sachen, die wir hier machen. Aber wie gesagt, was tut man nicht fürs liebe gute Geld? Ach Mensch. So, wie wär's mal mit einem schöneren Auto, war dieses hässliche Ding da so, wir sind aus dem Wiesn rausgekommen. Juhu, wir sind rausgekommen, ja. So, wo können wir denn jetzt hier noch endlich mal. Ja, scheiß drauf, wir stehen überall nur irgendwelche beschissenen Lieferwagen und so. Naja gut, das Industriegebiet. Damn! Also, so steht jemand da, wenn eben gerade das Auto geklaut wird. Oh shit, man! Mir egal, ich gehe jetzt. Okay, wir haben gleich erstmal die Bullen am Arsch, warum auch immer. Meep. So, okay, dann fahren wir mal. Wie weit ist denn das? Ich kann ja mal kurz sowieso hier. Ja, ist ja mal ein ganz kleines Stück, das geht ja. Das ja mal angenehm. So, und wenn dann mal uns zu Gary. Gary, ja, Gary. Genau, Gary. Gary verpinkelt. Hallo. Ich warte ja nicht. Der Typ steht da hinten noch. Das ist so ein Typi mit so einem blauen Hemd. Ey, das ist auf jeden Fall auch wieder sehr schlau. Wir haben die Bullen am Arsch und fahren zum Bullen. Zum Bullen. In den Knast. Na super. Die haben uns natürlich auch gleich gesehen und schießen auf uns. Super. Na gut. Ist ja klar, ist alles voller Polizei. Ups, nein, wollte ich nicht. Tut mir leid. Mal, jetzt müssen wir die Bullen loswerden. Na super. So, machen wir hier mal kurz einen Stopp, Stopp, Stopp. So, hier, komm, bleib stehen. Los, komm, es muss in Stern, muss schneller gehen. Hallo, schneller, nein. Oh, super, aber das war knapp, ey. So, okay, dann fahren wir nochmal zurück. Mussten wir ja mal kurz die Bullen loswerden, sonst wären wir da nie reingekommen. Aber wir hätten es ja versuchen können. Wäre bestimmt lustig geworden. Für euch, für mich nicht. Aber nee, ich glaube, das habe ich mir alles so zum Ende so irgendwann mal aufgenommen. Dann mache ich noch ein paar extra kleine Parts, vielleicht so ein paar Enrage-Parts oder so. Dass ich mal ein bisschen so richtig ausflippe. So, machen die mir vielleicht sogar so gleich die Tür auf. Wäre auf jeden Fall richtig nice. Oh, so. Also. Geil. Da ist er. Der arme Hund. Hey. Yeah, so, anyway. Friend of mine in here tells me that a close friend of yours, girl you've been spending a lot of time with recently, swept the clean off her feet. Okay. Yeah, her old boyfriend wants her back. They always do. Desperately and quickly, and he's looking for her. I think you and her should go out on a glamorous date in Algonquin. Show her a new pad. Then, things will be okay between you two. But move your fucking ass, pal. Women don't like a chump. You get me? No. Beeil mich. So, wo müssen wir hin? Alles klar, fahr zum Versteck. Nehmen wir gleich ein Taxi, geht nämlich am schnellsten. Stopp! Yellow Car! Oh Mann, oh, leck mich, okay. Fuck. Na dann. Dann ab halt, wie weit ist denn das? Nicht, dass es jetzt, oh lol, das Taxi wäre echt nett gewesen, scheiße. Na gut, wenn wir unterwegs eins sehen, dann nehmen wir das. Ach, da war schon eins da. Taxi. Taxi! Warte. Oh, kennt ihr so ein. Ich kenne so einen richtig geilen Film, ich weiß nicht, wer mit wem da war. Der ist ja auch, die haben die ganze Zeit ein Taxi gesucht und irgendwann haben sie einen Anhalter gefunden und der Typ war irgendwie so verrückt. War so ein richtiger Freaky, mit denen sie da fahren sind, so, die waren zu viert, das war so eine ganze Gruppe. Und die haben irgendwie ganz versucht, ein Taxi zu finden, haben dann aber irgendwann jemanden gefunden, der sie dann gefahren hat. Und der Typ war so ein Freaky. Dann waren sie irgendwann in der Stadt und er sieht ein Taxi und schreit Taxi und springt aus dem fahrenden Auto raus. Ey, das Ding. So ein scher Kloppi, ey. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Film heißt. Auf jeden Fall war lustig.